herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video der Naturheilpraxis Althea. Hier ist wieder eure Diana. Ja, ich wollte zu dem vorherigen Video noch etwas anschließen, also einen Nachtrag bringen. Und zwar hatten wir das Video-Thema Besprechen und Gürtelrose. Und da ist mir beim Durchschauen des Videos noch einiges aufgefallen, was man im Grunde genommen noch ergänzen könnte. Und zwar möchte ich euch von einem Fallbeispiel berichten. Denn es gibt an der Basis immer noch die Meinung von den Menschen, die zum Besprechen gehen, dass wenn man eine Gürtelrose bekommt, man sofort zum Besprechen muss, ansonsten wirkt das nicht mehr. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Fallbeispiel. Ein älterer Herr kommt zu mir in die Praxis und hatte seine Gürtelrose im Ostern diesen Jahres war es ungefähr, kommt aber im August zu mir in die Praxis. Seither hatte er Nervenschmerzen. Medikamente haben nicht genügend angeschlagen. Also, die Nervenschmerzen bestanden die ganze Zeit und die Gürtelrose war schon lange, lange vorbei in dem Sinne. Also, wir haben es trotzdem versucht, wir haben trotzdem besprochen. Und siehe da, die Nervenschmerzen wurden weniger und gingen weg. Also ihr Lieben, solltet ihr solch ein Problem haben, versucht es trotzdem. Ja, begrenzt euch nicht schon im Vorfeld selber, weil ihr irgendwas gehört habt. Versucht es, es ist doch kein Vermögen. Macht euch auf den Weg und versucht es, ihr habt nichts zu verlieren. Ja? Also nur, das wollte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Das muss nicht immer so sein. Und meine Erfahrung ist das nicht. Ganz allgemein zum Besprechen sei gesagt, so wie ich es immer empfinde, ihr wisst das, so wie ich es empfinde. Man kann einiges besprechen, vor allen Dingen Gürtelrose ist so der Klassiker, nicht? Aber man kann eben auch sehr gut Schmerzen besprechen. Nun habe ich als Therapeut auch immer ein Auge darauf, ist dieser Patient schon untersucht worden, war der beim Arzt, ist der in physiotherapeutischer Behandlung und so weiter. Ich klopfe also auch immer das Umfeld ab, ob das in Ordnung ist, ob das auch gesichert ist. Ja? Und dann könnt ihr natürlich die Therapie auf eine weitere Säule stellen. Warum wohl nicht? Denn wenn wir mit dem Besprechen wirklich dann die Schmerzen nehmen, dann braucht ihr weniger Medikamente. Das ist doch gut. Oder nicht? Oder nicht? Oder für wen ist das gut oder für wen nicht? Die Frage beantwortet ihr euch einfach selber. Genau, also lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Macht euch auf den Weg. Ja? Voll zu verlieren habt ihr nichts. Denn ihr habt ja schon ursprünglich die Medikamente vom Arzt genommen gegen die Gürtelrose, die erstmal eben geblüht hat. Und alles Weitere müsst ihr dann ausprobieren. Auch bei Schmerzsymptomen versucht es mit dem Besprechen. Ja? Was man nicht so wirklich gut besprechen kann, sind häufig so systemische Erkrankungsbilder. Das heißt, natürlich kann ich versuchen, eine Neurodermitis zu besprechen oder eine Schuppenflechte. Vielfach hängen die aber auch zusammen mit dem Thema Leber, mit dem Thema Darm, mit dem Thema Darmmilieu, also bakterielles Milieu. Ja, und wo will ich anfangen zu besprechen? Ja, also wenn auch dann wäre das Besprechen im Grunde genommen nur ein Pflaster. Das kann ich mal machen, dann würde es vielleicht kurzzeitig besser und dann kommt es wieder hoch. Die Symptomatik. Also wenn es chronisch systemische Erkrankungsbilder sind, kann es sein, dass es funktioniert. Seid nicht traurig, wenn es nicht funktioniert, dann war es einfach noch nicht das Problem, was ihr habt, noch nicht geklärt in der Gänze. Ja? Dann habt ihr vielleicht noch nicht in die Ernährung geguckt, noch nicht in den Darm geguckt. Also geguckt in Anführungsstrichen. Ne? Den Darm oder die Organe noch nicht betrachtet. So, also das ist ein Aspekt. Zum vorherigen Video kann ich noch etwas nachtragen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass die Gürtelrose ansteckend ist. Das ist sie auch. Sie ist eine Viruserkrankung. Nur, ich wollte euch damit keine Angst machen. Wenn ihr eine Gürtelrose habt oder in der Familie habt, hat jemand eine Gürtelrose. In der Regel stecken wir uns nicht an. Warum nicht? Weil wir ja schon eine
Windpockeninfektion als Kind hatten. Das heißt, es liegt ein Immunschutz vor. Oder wir wurden geimpft. Das ist bei den meisten der Fall. Handelt es sich allerdings um Säuglinge, ist das wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ja? Da muss man dann vorsichtig sein. Dann ist es natürlich möglich, dass sich das Kleinkind ansteckt. So, und der würde sich nicht in Form einer Gürtelrose anstecken, sondern in Form einer Windpockeninfektion. Also nur, dass ihr wisst, wenn man sich an einer Gürtelrose ansteckt, kriegt man nicht auch gleich eine Gürtelrose, sondern eher eine Windpockeninfektion. Wenn ihr Immunschutz habt, ist es kein Problem. Ja? Also das musste ich noch nachtragen, das ist mir aufgefallen, dass da noch einiges fehlt. In diesem Sinne, begrenzt euch nicht, macht euch auf euren Heilungsweg, ihr habt nichts zu verlieren, ich kann mich auch nicht begrenzen. Ich war mit meinen Blutegeln immer glücklich und muss mich auch meinen Weg machen, meinen ganz eigenen Weg. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Video, eure Diana. Thank you.